Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal noch endlich meinen Lesemonat vom Juli für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist noch aus dem Juni. Das heißt, ich habe dieses Buch im Juni schon gelesen, ich habe es aber in meinem Lesemonat vergessen. Und da ich zu diesem Buch kein extra Video gemacht habe und das nirgendwo anders mit reingenommen habe, ist das total untergegangen. Und und zwar rede ich von Engelskrieger, dem vierten Teil der Gilde der Jäger von Nalini Singh. Dieses Buch habe ich im Juni, wie gesagt, mitgelesen und habe es einfach mal vergessen. Deswegen dachte ich mir, ich nehme es jetzt einfach in den Lesemonat vom Juli kurz mit rein. Denn es gibt so zwei, drei Sachen, die ich gern zu diesem Buch sagen möchte. Als allererstes, es haben ganz, ganz viele von euch mir geschrieben, dass das der Lieblingsteil ist von euch aus dieser Reihe. Also von vielen ist das der Lieblingsteil aus der Reihe, was ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann. Aber mich hat dieses Buch einfach nur verstört. Ich kann es nicht anders sagen. Mich hat dieses komplette Buch einfach nur verstört. Gerade das Ende. Ich war am Ende fix und fertig mit den Nerven. Denn ich bin sehr empfindlich, wenn es um Vergewaltigungen geht. Also das ist für mich ein ganzes Thema, was man wirklich mit Fingerspitzengefühl anfassen muss. Und in diesem Buch, meine Fresse, was da nicht alles abging und wie oft die da nicht alle vergewaltigt wurden, das war mir einfach zu viel. Also das war mir einfach zu krass. War nichts für mein kleines, armes Gemüt. Also ich fand das einfach zu schrecklich. Ich habe das dann noch irgendwann alles überlesen und es war einfach nicht gut. Also für mich ist das bisher nicht der schlechteste Teil der Reihe. Also wie gesagt, ich würde jetzt sich das nicht in gut und schlecht unterteilen, aber das ist definitiv ein Teil, den ich nicht nochmal lesen werde. Also ja, dieses Buch hat mich einfach nur verstört, weil wie gesagt, aufgrund dieser ganzen Vergewaltigungen, die hier in diesem Buch drin vorkamen, das fand ich einfach nicht schön. Ich meine, klar, dass das so ist und dass das passiert ist, das ist schrecklich. Und dass die Autorin das aufgegriffen hat, um das zu thematisieren, ist auch völlig okay. Aber mir war das einfach zu sehr beschrieben, das war mir einfach zu viel und deswegen war das Buch nicht so meins, aber die Grundgeschichte, um die es eigentlich geht, finde ich schon wirklich extrem schön, denn es geht ja hier um Dimitri. Dimitri ist ja die rechte Hand von Raphael, vom Erzengel, und Dimitri ist ein Vampir, er ist schon 900 Jahre alt und außer Raphael weiß keiner, was in seiner Vergangenheit eigentlich genau alles passiert ist und was er auch alles verloren hat. Und in diesem Buch findet Dimitri so ein Stück weit seine Vergangenheit wieder und das ist wirklich schön geschrieben und wie gesagt, das ist eine schöne Story, die da dahinter steckt, aber mir war dieses ganze Drum und Dran einfach zu viel und ich mochte das nicht und ja, deswegen werde ich Engelskrieger wohl nie wieder lesen. Ich werde es behalten, weil es zur Reihe gehört und ich die Reihe ja komplett haben möchte, aber ich glaube, ich werde dieses Buch nie wieder lesen. Es war einfach zu verstörend für mich, also wirklich, ich bin da wirklich sehr empfindlich, ich bin da eine Memme und ich bin da ein Mädchen und ich mag das nicht, dass war einfach nicht meins. So viel wollte ich dazu nochmal gesagt haben, aber ansonsten eigentlich von der Grundidee her eine schöne Geschichte, also wen das alles nicht so stört und wem das nichts ausmacht und gerne mal irgendein Fantasy mit Engeln und Vampiren lesen möchte, sollte sich Engelskrieger dann vielleicht doch auch mal anschauen. Machen wir als nächstes gleich mal weiter mit den E-Books, die ich im Juli gelesen habe, sonst vergesse ich die nämlich wieder und das wäre doof. Deswegen kommen wir jetzt allererstes gleich mal zu den E-Books und zwar habe ich eine komplette Reihe gelesen im Juli und zwar war das die Promise-Reihe von Maya Shepherd. Ich habe mir diese Reihe, ich glaube, Anfang 2015 damals gekauft und habe den ersten Teil gelesen und fand den damals auch wirklich gut und habe mir dann den zweiten und den dritten Teil gekauft und habe diese Bücher nie gelesen. Und ganz oben mit auf meiner To-Do-Liste für dieses Jahr stand, diese Reihe zu lesen und zu beenden. So, und das habe ich im Juli getan. Ich habe alle drei Teile nochmal gelesen und die Bücher sind auch nicht allzu lang. Ich glaube, ein Buch hat so um die knapp um die 300 Seiten. Promise ist eine Jugenddystopie und es geht in dieser Dystopie um Nea. Und Nea lebt in dieser postapokalyptischen Welt, möchte ich jetzt einfach mal sagen, denn es gab einen Virus und der hat die Menschheit vernichtet und die Menschen, die jetzt übrig sind, leben so ein bisschen in so einer Apokalypse und Anarchie und es gibt keine richtige Struktur mehr und ja, Nea lebt dann halt dort in dieser Welt und Nea ist ganz alleine, denn vor ein paar Jahren ist ihr bester Freund Miro von einer Klippe gestürzt und ums Leben gekommen und ja, seitdem ist sie halt ganz, ganz alleine und Nea hat von einer Stadt gehört, die es geben soll und zwar Promise und in Promise soll es noch fließend Wasser geben und Strom und es soll ein halbwegs normales Leben möglich sein und so macht Nea sich auf den Weg, um halt nach Promise zu gelangen. Aber dieser Weg ist sehr, sehr gefährlich, denn er führt durch das Land der Carries. Die Carries sind eine Sekte und die Carries verehren den Gott des Chaos, Erebos, und er ist wohl vom Himmel herabgestiegen und ja, sie verehren diesen Gott und machen alles, was dieser Gott möchte und
wie gesagt, Nia muss halt durch das Land von den Carries und das ist sehr, sehr gefährlich, denn die Carries nehmen Leute, die nicht zu ihnen gehören, gefangen und versklaven sie dann. Und in dieser Reihe geht es schlussendlich eigentlich darum, ob es Nia nach Promise schafft, was sie auf ihrer Reise alles erlebt, wem sie alles begegnet und wohin das Ganze am Ende eigentlich führt. Das ist das, was es herauszufinden gilt. Und ich muss sagen, es ist eine schöne Jugenddystopie. Es ist ein ganz, ganz einfacher Schreibstil. Die Geschichte lässt sich super einfach lesen. Man kommt auch sehr, sehr schnell durch die Bücher durch. Es ist eine Geschichte, die nicht extrem tiefschürfend ist. Also es ist, wie gesagt, keine Geschichte, wo man extrem mitfühlt. Also mir ging diese Geschichte jetzt nicht nahe. Ich fand die Geschichte schön. Ich fand die Idee hinter der Geschichte gut. Mir hat das gut gefallen, was die Autorin daraus gemacht hat. Ich fand die Charaktere toll, die in diesen Büchern vorkamen. Was die Liebesgeschichte betraf, fand ich die ein bisschen nervig. Gerade im zweiten Teil fand ich die Liebesgeschichte nervig und das hat mir nicht so gut gefallen. Und ansonsten fand ich im zweiten Teil alles ein bisschen unrealistisch, also extrem unrealistisch. Also da sind Verbrennungen innerhalb von 3 Tagen verheilt gewesen. Also da wurde jemand verbrannt und da war der ganze Arm verbrannt und nach 2 Tagen hat diejenige, welche schon wieder auf dem Feld gearbeitet. Und hatte keine Schmerzen mehr. Und dann sind die Leute eine Woche ohne Wasser ausgekommen. Und also das war wirklich alles ein bisschen merkwürdig. Also entweder wurde das einfach von der Autorin nicht richtig aufgeschrieben. Oder sie hat halt gedacht, das ist nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall war das im zweiten Teil wirklich ein bisschen unlogisch alles. Es war auch im dritten Teil alles ein bisschen einfach gelöst. Ich finde, die Autorin hat sich das zum Ende hin alles sehr, sehr einfach gemacht. Es war ein logisches Ende. Es gab da keinerlei Schwierigkeiten, dass ich jetzt sage, okay, das ist unrund oder so, aber es war halt ein sehr, sehr einfaches Ende. Also die Autorin hat ja wirklich den leichtesten Weg gewählt, also man wusste dann schon, worauf das Ganze am Ende hinausläuft und was am Ende wohl passiert und wie das Ganze am Ende wohl ausgeht. Und ja, es ist, wie gesagt, eine Jugendbuchreihe. Man sollte an diese Reihe nicht zu hohe Ansprüche stellen, dann hat man auch Spaß damit. Also ich fand, es ist eine schöne Jugenddystopie, die man so für zwischendurch einfach mal mitlesen kann. Und wer gerne Dystopien liest, sollte sich die Promise-Reihe von Maya Shepherd auf jeden Fall mal angucken. Das waren die E-Books, die ich im Juli gelesen habe. Machen wir weiter mit den richtigen Büchern und machen wir gleich weiter mit dem Buch, wo ich eigentlich nichts zu sagen kann. Ich es aber einfach mal der Vollständigkeit halber in die Kamera halten wollte. Und zwar habe ich gelesen im Juli Redwood Love, den ersten Teil von Kelly Moran. Ich darf aber zu diesem Buch noch nichts sagen, denn dieses Buch kommt im September erst raus. Und ich darf vom 14. September nichts zu diesem Buch sagen, aber ich habe es schon gelesen im Juli mit und nur, dass ihr das mit auf dem Schirm habt, dass es in diesem Lesemonat eigentlich mitgehört. Und wie gesagt, Rezension dazu kommt dann am 16. September. Dann habe ich im Juli gelesen When It's Real von Erin Watt. Ich habe dieses Buch von meiner Arbeitskollegin bekommen. Sie fand das jetzt ganz nett, fand es jetzt aber nicht so schön, dass sie es unbedingt behalten wollte. Deswegen hat sie mich gefragt, ob ich es haben möchte. Und da habe ich gesagt, ach klar, komm, gib her. Ich habe von Erin Watt noch nichts gelesen und habe dann dieses Buch quasi adoptiert und habe es dann im Juli auch gleich mitgelesen. Und ich muss sagen, es ist wirklich eine richtig süße Liebesgeschichte für Jugendliche. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das sagen würde, aber es ist wirklich eine Geschichte für Jugendliche. Ich würde sagen, so ab 12 kann man das definitiv schon lesen. Und ich fand die Geschichte wirklich süß. Es geht in diesem Buch um Vaughn und Vaughn trifft auf den berühmten Rockstar Oakley und sie soll für ein Jahr seine Freundin spielen und soll damit quasi sein Image aufpolieren. Und Vaughn geht diesen Deal dann ein, weil sie quasi keine andere Wahl hat, weil sie das Geld einfach braucht. Und was dann aufgrund dieses Deals alles mit Vaughn und Oakley passiert, das ist es im Endeffekt, worum es in When It's Real geht. Das ist jetzt so die Kurzfassung da davon. Also wie gesagt, ich fand, das Buch ist eine süße, niedliche Liebesgeschichte. Es gibt definitiv bessere Liebesgeschichten, die auch viel, viel spannender sind. Ich muss sagen, das Buch plätschert jetzt streckenweise so ein bisschen vor sich hin, was ich aber nicht schlimm fand. Also es ist, wie gesagt, eine ruhig erzählte Liebesgeschichte. Wie gesagt, auch für Jugendliche finde ich das Buch super und ich fand es niedlich, ich fand es gut. Ich kann mich da nicht beklagen, ich mochte es sehr und was das betrifft, kann ich euch auch wirklich das Buch nur empfehlen, wenn ihr auf so niedliche Liebesgeschichten steht. Also wie gesagt, niedliche, süße Liebesgeschichte hat mir gut gefallen, hat Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Wer sowas mag, sollte sich When It's Real auf jeden Fall mal angucken. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich wollte ja in diesen Monaten nicht mehr so ausführlich auf die Bücher eingehen, damit diese Videos nicht wieder extrem lang werden. Dann habe ich im Juli gelesen Kein Tag ohne dich, das ist der 2. Teil der Green Mountain Serie und ach ja, der 2. Teil hat mich echt fertig gemacht. Es geht in diesem Buch um Hannah Abbott und Hannah ist Witwe und hat ihren Mann vor
ich glaube, 7 Jahren verloren und er ist im Krieg gefallen und seitdem ist sie halt alleine. Und Hannah hat aber so langsam das Gefühl, dass sie wieder bereit ist, sich mit Männern zu treffen, und ihre Familie bestärkt sie auch indessen, denn sie ist eine junge Frau und ihre Familie möchte auch nicht, dass sie den Rest ihres Lebens alleine ist. Und ja, Hannah hat auch schon ein Auge auf eine ganz bestimmte Person geworfen, und zwar auf Nolan. Nolan ist der Mechaniker quasi der Stadt. Er hat eine eigene kleine Werkstatt. Quasi jeder weiß, dass Nolan auf Hannah steht und gern mit ihr mal ausgehen möchte. Und ja, natürlich finden die beiden dann auf eine gewisse Art und Weise zusammen und lernen sich besser kennen. Und was dann am Ende mit den beiden alles passiert, das ist halt so, worum es im Endeffekt im zweiten Teil der Green Mountain Serie geht. Ich kann nur sagen, dass hier relativ zu Beginn der Geschichte man mit dem Tod konfrontiert wird, nennen wir es so. Und das hat die Autorin einfach so krass geschrieben, dass ich auf Seite 150, wo dieses Thema eigentlich schon längst wieder durch ist, habe ich immer noch geheult, weil ich das einfach noch so traurig fand. Also das hat mich echt fertig gemacht hier im zweiten Teil. Das hat die Autorin so krass geschrieben und das hat die so gefühlvoll geschrieben und gefühlvoll rübergebracht. Man konnte sich da richtig gut hineinversetzen. Also das hat mich echt fertig gemacht hier am Anfang. Also das hat die Autorin wirklich ganz, ganz toll gemacht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, und auch generell mochte ich die Geschichte von Hannah und Nolan sehr. Ich fand es toll zu sehen, wie Hannah wieder zurück ins Leben findet, wie Nolan ihr dabei hilft und wie sie halt auch ihre Schwierigkeiten, die sie natürlich überwinden müssen, angehen und wie sie versuchen, das gemeinsam zu bestehen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich kann euch den zweiten Teil der Green Mountain Serie auch wieder nur empfehlen. Ich mochte ihn sehr. Ich bin jetzt immer noch beim dritten. Ich habe den dritten jetzt vor kurzem erstmal unterbrochen mitlesen, weil ich so viele Rezensionsexemplare hatte. Und ihr wisst, Rezensionsexemplare gehen bei mir immer vor. Deswegen habe ich den dritten noch nicht fertig gelesen, aber versuche ich auf jeden Fall jetzt im Juli noch mit fertig zu bekommen. Der dritte Teil gefällt mir bisher auch wieder sehr. Im dritten Teil geht es ja um Lucy und Colton. Und ja, mal schauen, was bei den beiden noch alles abgeht. Aber den zweiten Teil mochte ich auf jeden Fall wieder und kann ich euch wirklich nur empfehlen. Oh, ich liebe diese Familie. Die Familie Abbott ist einfach so, so toll. Dann habe ich im Juli noch gelesen den zweiten Teil der Ivy Years-Reihe, Was wir verbergen, von Sarina Bone. Ich muss sagen, dass mir der zweite Teil um einiges besser gefallen hat, noch wie der erste. Ich fand den ersten von der Handlung her ein bisschen schwach. Das war für mich so ein Durchschnitts-New-Adult-Buch, wie man es halt auch schon des Öfteren mal so gelesen hat. Das war für mich nichts Neues, das war für mich nichts Spannendes, Tolles und war für mich halt wirklich eher so ein Durchschnittsbuch. Aber im zweiten Teil hat die Autorin wieder einiges rausgerissen für mich. Ich fand den zweiten Teil um einiges besser. Ich fand, die Geschichte war so gut. Ich fand es gut, was die Autorin sich ausgedacht hat, was Scarlets Vergangenheit betraf. Ich fand die Probleme, die Bridger bewältigen musste, einfach nur wahnsinnig krass. Also das hat die Autorin sich wirklich gut ausgedacht. Und Sarina Bone hat auch zwei Charaktere zusammen gebracht, die sich gegenseitig verdient haben und die sich gegenseitig auch wirklich gut stützen können, weil beide nun mal eine schwierige Vergangenheit haben und wissen, was es heißt, Probleme zu haben und Probleme zu bewältigen. Und ich finde, das hat die Autorin wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und ich mochte den zweiten Teil der Ivy Years-Reihe auf jeden Fall um einiges mehr wie den ersten. Ich fand die Charaktere toll, ich fand die Handlung toll, ich fand das Setting toll. Und der Schreibstil hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ich kann euch, was das betrifft, den zweiten Teil der Ivy Years-Reihe definitiv nur empfehlen. Es ist eine College-Adult-Geschichte, aber hier steckt so viel mehr da dahinter. Und das fand ich einfach so toll. Und ja, ich liebe dieses Buch. Und wenn ihr College-Geschichten mögt, schaut euch dieses Büchlein auf jeden Fall an. Dann habe ich im Juli gelesen Cat und Co., die letzte Generation von Emily Zuweider, und dieses Buch hat mich mega überrascht. Also ich wusste ja so im Groben, worum es geht, und als ich angefangen habe, dieses Buch zu lesen, dachte ich einfach nur mega genial. Also wirklich, dieses Setting ist der Oberhammer, das hat die Autorin sich so gut ausgedacht, und auch die Geschichte, die Storyline ist einfach nur so krass, also das hat mir so unglaublich gut gefallen. Es geht in diesem Buch hier um Cat, und Cat ist die Tochter eines berühmten Forschers, und zwar Dr. Agatha, und wie hieß er denn mit Vornamen, ihr Vater? Lachlan heißt das, glaube ich, ne? Lachlan Agatha ist ihr Vater, und ihr Vater ist ein ganz, ganz berühmter Genetiker, und ihr Vater sucht an einem Heilmittel für eine Seuche. Und diese Seuche ist in ihrer Welt ausgebrochen, und diese Seuche ist quasi sowas wie ein Zombie-Virus. Also wenn du mit diesen Viren infiziert wirst, bist du innerhalb von 14 Tagen tot. Und es ist aber ein umgekehrter Zombie-Virus, und das fand ich so cool, denn es ist hier nicht so, dass die Infizierten auf die Menschen losgehen und sie fressen wollen, sondern
dieses Virus macht, ist, dass die normalen Menschen, die nicht infiziert sind, quasi auf ihre Urinstinkte zurückfallen und dadurch die Zombies angreifen. Und das fand ich einfach so genial vom Ansatz her, weil ich sowas vorher noch nie gelesen habe. Das hat mir so unglaublich gut gefallen und fand ich einfach nur mega. Und ja, auf jeden Fall geht es in diesem Buch um Cat. Und Cat und ihr Vater versuchen, ein Heilmittel gegen die Seuche zu finden. Sie haben eine kleine Hütte in den Bergen und forschen dort auch. Und der Assistent ihres Vaters ist auch noch mit am Start quasi und hilft ihnen. Und eines Tages wird ihr Vater und dessen Assistent entführt und Cat bleibt alleine zurück, weil sie sich versteckt hat, und ihr Vater hat zu ihr gesagt, egal was du tust, sie dürfen dich niemals kriegen, und daran hält sie sich auch, bis 2 Jahre später die Sache quasi eskaliert und sie von jemandem gefunden wird. Und was es mit diesem jemand auf sich hat und warum Cat von dieser ominösen Organisation, die ja auch Schutzbunker eigentlich für die restliche Menschheit gestellt hat, fliehen sollte und nicht entdeckt werden sollte, das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Also man muss viele Dinge herausfinden. Man muss herausfinden, was mit ihrem Vater passiert. Was hat das mit diesem Typen auf sich, der sie jetzt in ihrer Hütte aufgespürt hat? Was hat das mit dieser Organisation auf sich, für die ihr Vater gearbeitet hat? Und wird es ein Heilmittel gegen diesen Zombie-Virus geben? Und das sind ziemlich viele Fragen, die hier geklärt werden müssen. Und ich finde, die Autorin hat das alles ganz, ganz toll gelöst. Also sie hat hier eine wahnsinnig tolle, ich finde, die Autorin hat eine wahnsinnig tolle Geschichte geschrieben, die sehr, sehr komplex ist, denn es gibt in dieser Welt auch noch einen technischen Aspekt, eine technische Seite, denn jeder Mensch hat ein Panel im Unterarm quasi hier so integriert, womit er bestimmte Sachen selber in seiner Genetik programmieren kann. Also man kann sich damit selber heilen, man kann damit seine Haarfarbe ändern, man kann damit sich Leberflecken entfernen oder hinsetzen, und man kann damit bestimmte Zellstrukturen ändern und sich, was weiß ich, eine Klaue wachsen lassen oder sowas. Und man kann damit ganz, ganz viele krasse Sachen machen mit diesem Panel, was man im Arm hat, und das spielt auch in der Geschichte noch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also man weiß eigentlich bei diesem Buch gar nicht, wo man anfangen soll zu erzählen, denn so komplex ist diese Geschichte, und das hat mir so unglaublich gut gefallen. Also ich fand die Handlung wirklich super genial, ich mochte den Verlauf der Geschichte, ich bin so gespannt, wie das im zweiten Teil hier weitergeht. Ich bin so gespannt, was mit Cat und auch Cole hier noch weiter passiert, was noch mit diesem Virus passiert und ob die Menschheit gerettet werden kann, und es sind so viele Fragen, die sich auch noch hier im Buch aufgetan haben, auf die ich jetzt nicht eingehen kann, weil ich uns sonst spoilern würde, und es war einfach genial. Also sagen wir einfach, dieses Buch war einfach genial. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, war diese technische Seite. Also es war teilweise sehr techniklastig. Also auch von der Erzählung her und von den Aufklärungen her. Die Autorin wollte halt wirklich alles erklärt haben, dass, was den technischen Aspekt betrifft, keine Fragen offen bleiben. Aber für mich war das einfach zu viel Erklärung. Und das hat mich streckenweise so ein bisschen genervt, wenn du dann wieder 5 Seiten nur technische Erklärung gelesen hast, dann ging mir das dann doch irgendwann einfach auf den Keks. Und das war aber jetzt nicht so schlimm, sag ich mal, dass es mir die Geschichte irgendwie versaut hätte oder so. Also das nicht. Aber es war halt so einfach dieser Punkt, der mich in der Geschichte so ein bisschen genervt hat. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, Cat und Cole war richtig genial, hat mir mega gut gefallen. Und wer das Buch gelesen hat, weiß auch, was es mit dieser rosa Wolke hier vorne auf sich hat. Die kriegt dann nämlich nochmal eine ganz, ganz extra spezielle Bedeutung. Und ich fand es einfach nur ganz, ganz toll und kann ich Cat und Cole, die letzte Generation, auf jeden Fall nur empfehlen, wenn ihr auf so postapokalyptische Geschichten steht mit so ein bisschen Science Fiction und einer wirklich guten Story, die wirklich sehr, sehr viel zu bieten hat, dann schaut euch Cat und Cole an. Ich kann es euch, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. Ich liebe dieses Buch und ich bin so gespannt auf den zweiten Teil. Dann habe ich im Juli noch eine Reihe beendet, denn ich habe den zweiten und den dritten Teil von Legend gelesen, von Marilo. Ich kann zum Inhalt hier nicht wirklich viel sagen, weil diese 2 Teile ja wieder genau an den ersten Teil anknüpfen, vom Verlauf her. Und ja, aber im Großen und Ganzen, ich fand, der zweite Teil war für mich wirklich so ein typischer zweiter Teil. Es ist einiges passiert von der Story her, aber man hat halt gemerkt, dass man nicht so zum Punkt kommt und dass man einfach im zweiten Teil nicht zum Ende kommt. Und das fand ich jetzt nicht schlimm, denn wie gesagt, es ist ein zweiter Teil, es geht ja danach noch weiter und es ist dann nicht einfach beendet. Und ja, ansonsten mochte ich den Verlauf im zweiten Teil von der Geschichte schon. Es baut sich alles auf und vieles wird auch erklärt und aufgegriffen und man bekommt nochmal andere Einblicke auf Dinge. Und ja, also was das betrifft, war der zweite Teil
okay. Was mich im zweiten Teil so ein bisschen genervt hat, war, dass Day und June getrennt wurden und die beiden nicht mehr zusammen waren. Also man liest ja diese Bücher aus der Sicht von beiden, weswegen man bei beiden auch mitbekommen hat, was gerade so passiert, was ich gut fand. Aber mich hat es halt prinzipiell genervt, dass die getrennt wurden. Na, das hat mich so gestört, dass die nicht einfach jetzt mal zusammen sein durften und konnten. Und naja, aber so ist das halt bei solchen Büchern. Dieses Buch ist ja im Prinzip auch eine Dystopie und es geht ja auch um ein totalitäres System, was gestürzt werden soll, wie es halt so für eine klassische Dystopie halt auch üblich ist. Und im zweiten Teil entwickelt sich das Ganze in eine Richtung, die man nicht unbedingt erwartet. Und im dritten Teil spitzt sich die Lage dann natürlich zu und alles nimmt seinen Lauf quasi. Und das Ende ist dann doch ganz, ganz anders, als man es vielleicht am Anfang erwartet. Und das fand ich wirklich richtig gut. Also ich fand es zum einen gut, wie das Ganze ausgegangen ist, was dieses totalitäre System und das Ganze drum und dran betraf. Das fand ich gut, wie die Autorin das aufgelöst hat und ich fand auch das Ende, was Day und June betraf, wirklich richtig gut. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war nicht so ein, und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende Ende, sondern es war schon ein gutes Ende und ein glückliches Ende, aber es war halt nicht so einfach gestrickt, sag ich mal. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich kann im Großen und Ganzen sagen, dass Legend eine tolle Jugenddystopie ist. Wer so klassische Dystopien mag mit einem totalitären System, was gestürzt werden soll und wo noch eine Liebesgeschichte mit eine wichtige Rolle spielt, der sollte sich Legend auf jeden Fall angucken. Wer es vielleicht noch nicht kennt, ich denke, die meisten von euch werden diese Reihe schon kennen. Und ja, ich mochte sie sehr und ich war sehr, sehr begeistert, wie gesagt, gerade vom Ende, wie das alles ausgegangen ist. Und ja, ich fand es einfach schön. Ich habe sie jetzt gelesen, diese Reihe, ich habe sie beendet. Und als nächstes steht bei mir von Marilu noch Young Edits auf dem Plan, was ich unbedingt lesen möchte. Da habe ich ja den ersten Teil schon gelesen, letztes Jahr von Niki. Und dann möchte ich den zweiten und dritten auch unbedingt noch lesen. Aber die Bücher müsste ich mir mal irgendwie kaufen. Aber die möchte ich auch auf jeden Fall lesen, denn ich finde, Marilu hat einfach einen ganz, ganz tollen Schreibstil und sie erzählt die Geschichten auf eine ganz tolle Art und Weise und es macht Spaß, das zu lesen und man bleibt auf jeden Fall auch dran an den Geschichten und das fand ich richtig, richtig gut. Und ja, wie gesagt, zum Inhalt kann ich nichts sagen, zum zweiten und dritten Teil, sonst würde ich euch komplett spoilern. Wer das Buch dann vielleicht doch noch nicht kennt, wäre das doof und deswegen sage ich zum Inhalt einfach mal nichts. Ich kann euch ja mal grob sagen, im ersten Teil geht es um Day und June und Day ist ein Rebell quasi des Systems und June ist quasi das Wunderkind der Republik. Also sie ist im Militär angestellt. Ihr Bruder ist auch Captain beim Militär und ihr Bruder wird eines Tages ermordet und Day ist der Hauptverdächtige und June will Rache und so begibt sie sich im Auftrag der Republik quasi in den Untergrund und will Day finden und sich an ihm rächen für den Tod ihres Bruders. Und was dann halt mit den beiden alles so passiert, das ist so das, worum es im ersten Teil geht. Und wie gesagt, die Lage spitzt sich dann immer mehr zu und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Und am Ende haben wir eine Rebellion. Und ja, also ich fand, wie gesagt, wirklich, dass die Reihe ganz, ganz toll ist. Ich fand den Verlauf gut und das Ganze drum und dran gut. Ich mochte die Settings, ich fand die Charaktere toll. Und der Schreibstil von Marilu hat mir auch gut gefallen. Und jetzt wiederhole ich mich und jetzt höre ich auf damit. Und lest Legend, wenn ihr Dystopien mögt. Und ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Damit wären wir dann auch beim letzten Buch für dieses Video angekommen. Und zwar das letzte Buch, was ich im Juli gelesen habe, war Twisted Love, der zweite Teil der Sinners of Saint Reihe. Und ich kann nur sagen, dass mir auch der zweite Teil wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand die Story wieder gut, ich fand die Charaktere wieder toll, ich fand das Setting wieder cool. Es spielt ja größtenteils in New York, dieses Buch. Und ihr wisst, ich liebe New York, ein Setting. Oh, I love it. Und ja, also vom Setting her war es auch wieder toll. Und ich mochte auch wieder diesen derben, knallharten, obszönen Schreibstil von LJ Sheen. Ich finde, das passt einfach ganz, ganz toll zu den männlichen Charakteren in dieser Reihe. Und ja, man muss das aber mögen, ne? Also man muss schon dazu sagen, man muss dieses obszöne, derbe mögen. So, jetzt hat mein Onkel gerade geklingelt und hat mich total überrumpelt und jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wo ich war. Was habe ich denn jetzt gerade gesagt? Ich glaube, ich war gerade beim Schreibstil und dass man dieses obszöne und derbe, dass man das mögen muss und dass es sein kann, dass einem das nicht gefällt. Also ich würde prinzipiell, wer diese Bücher noch nicht gelesen hat, dem würde ich empfehlen, vielleicht einfach mal in die Leseprobe reinzugucken, wenn er sich nicht sicher ist, dass er sowas mag. Also es gibt ja einige Autoren, die solche derberen Schreibstile haben, die solche derberen Ausdrucksweisen auch haben. Und wer weiß, dass er damit keine Probleme hat, sollte sich die Bücher auf jeden Fall angucken. Alle anderen, denen würde ich auf jeden Fall empfehlen, erstmal in die Leseprobe reinzugucken, um zu schauen, ob das was für einen ist. Denn diese Männer in den Büchern sind auch nicht ohne. Die begnügen sich mit allem, was bei 3 quasi nicht auf dem Baum ist, auf gut Deutsch. Diese Bücher sind schon Liebesgeschichten der etwas anderen Art und wie gesagt, man muss sowas auf jeden Fall mögen, sonst findet man es doof. Ich mochte das Buch auf jeden Fall. Ich fand die Geschichte von Rosie und Dean einfach
mega genial. Rosie hat ja eine Krankheit, sie hat ja Mukoviszidose und weswegen man eigentlich im Prinzip weiß, dass es für sie so ein richtiges Happy End niemals geben kann, denn ihre Lebenserwartung ist einfach mal nicht sehr hoch. Mukoviszidose-Patienten werden im Schnitt nicht älter als 40 Jahre und ich finde, das gibt für diese Geschichte schon so einen faden Beigeschmack, weil man halt im Prinzip schon von vornherein weiß, dass die beiden nicht alt werden zusammen. Und ich finde, das hat mich vom Ansatz her schon wirklich sehr, sehr berührt, denn es ist einfach eine tragische Liebesgeschichte auch für mich in dem Sinne. Und das hat die Geschichte für mich gerade so besonders gemacht. Und ich fand die Geschichte einfach ganz, ganz toll. Ich fand die Entwicklung, die Rosie in diesem Buch macht, richtig gut. Ich fand die Entwicklung, die Dean macht in diesem Buch, ganz, ganz toll. Ich fand es gut, wie die beiden sich gegenseitig dann gestützt haben, wie sie füreinander da waren und sich auch ein Stück weit dem anderen geöffnet haben und ihm Dinge erzählt haben, die kein anderer wusste. Und es war einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich mochte sie sehr. Ich fand ja auch Vicious Love schon ganz, ganz toll und Twisted Love steht dem Ganzen im Nichts nach, meiner Meinung nach. Ich möchte sogar sagen, dass mir das Buch vielleicht noch einen Tacken besser gefallen hat wie Vicious Love, so ein ganz, ganz kleines bisschen. Und ja, ich freue mich jetzt auf den dritten Teil, auf Scandal Love. Man hat hier schon so erfahren, wer der Love Interest von Trent wird und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf die Geschichte, denn im dritten Teil geht es ja um Trent und die Charaktere sind in diesen Büchern schon über 30 Jahre alt, also die Männer. Also Trent ist, glaube ich, 33 und Trents Love Interest ist 18. Und deswegen heißt dieses Buch natürlich auch Scandal Love, denn es ist schon ein Skandal, denn er ist ja fast doppelt so alt wie sie. Und ich bin gespannt, was die Geschichte von Trent bereithält und freue mich da schon sehr drauf, wenn dieses Buch erscheint. Ich werde es auf jeden Fall wieder mitlesen. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Ich würde mich ja jetzt ein bisschen kürzer fassen in Zukunft. Und wenn ihr Näheres zu diesem Buch noch wissen wollt, dann schaut in der Rezension vorbei. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Mein Lesemonat vom Juli. Ich glaube, es waren wieder 10 Bücher, die ich gelesen habe, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Und ja, was habt ihr denn im Juli alles so gelesen? Und kennt ihr die Bücher, die ich gelesen habe? Wenn ja, schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut.